Jo Leute, was geht? Freunde, heute geht es mal um Kinderserien. Jeder von euch ist ein Kind gewesen oder ist noch ein Kind oder war ein Kind oder wird vielleicht noch ein Kind sein. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber auf jeden Fall heute schauen wir uns mal, Leute, die Top 10 der schlechtesten Kinderserien an. Was sind die schlechtesten Kinderserien aus eurer Erfahrung? Für mich, Leute, in meiner Liste muss ich jetzt sagen, wir gucken uns das Video auf dem Kanal von Hardos an, die 10 schlechtesten Kinderserien. Aber meine persönliche Liste, ich sage jetzt nicht 10 Filme, 10 Serien. Eine davon, hier sieht man drin, Leute, ist dieses Fanboy und Chum Chum. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist so unfassbar ekelhaft. Es ist wirklich nicht nice. Angel Anaconda würde ich vielleicht auf die Serie mitpacken, aber ich muss zugeben, sie hatte wenigstens interessante Geschichten. Irgendwie waren die relativ okay. Und auf jeden Fall, Leute, Thomas die Lokomotive. Sorry, wenn ich sagen muss, aber ich finde die Serie super gruselig. Ich finde sie einfach gruselig. So, wir gucken uns das Video an und mal gucken, Leute, ob wir in allen Punkten zustimmen. Wenn nicht, dann, ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben und gerne abonnieren. Let's go. Sie sind langweilig, unwitzig, dumm, nervig, teils verstörend und haben eigentlich keine Existenzberechtigung. Ich spreche von Kinderserien, die uns den Tag vermiest haben, weil sie aus den verschiedensten Faktoren schlecht waren und wir sie deshalb abgrundtief hassen. Ich habe die 10 schlechtesten... Okay, das würde ich jetzt... Also... Mal Real Talk, wenn es eine Serie gibt, die okay, es gibt Momente, das habe ich immer gehasst. Sorry, wenn ich das sagen muss, Leute, es tut mir leid. Jeder wird mich jetzt hassen, es tut mir wirklich leid. Ich habe die Gummibärenbande nicht gemocht. Ja, es ist raus. Ich habe sie nicht gemocht. Erstens, ich habe den Soundtrack gehasst. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Aber es lief... als ich ganz kleines Kind war, so 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, da lief immer mein Programm auf Super RTL. Wir haben immer um 17 Uhr den Fernseher angemacht. Dann lief Ariel die Meerjungfrau, die Schlümpfe liefen. Alles okay, konnte ich mir angucken. Fand ich ganz okay, ne? Selbst Ariel war interessant, aber nicht so etwas, was ich mir jetzt normal angucken würde. Dann lief Gummibärenbande. Und ich so, ach nee, nicht schon wieder. Und dann gibt es diese Serien, die du gezwungen bist zu gucken, weil du mit deiner Schwester da vor dem Fernseher sitzt und es gibt keinen anderen Kanal, den du kanntest, außer Kika. Und wer bitteschön guckt Serien auf Kika? Das ist so, ah, nee. Und dann, Leute, typisch Andy, SpongeBob Schwammkopf. Oh, das sind die beiden Serien, auf die ich immer nachts gewartet habe. Beziehungsweise meistgehasstesten Kinder... Ach so, und natürlich, Cosmo und Wanda, wenn helfen Elfen. Das sind alles Shows, die auf Super RTL, auf Togo liefen. ...Serien rausgesucht, was so gesehen eine ziemliche Qual war, aber ich denke, für ein Video lohnt es sich auf alle Fälle. Leute, ich werde das Video ein bisschen schneller machen, also nicht übel nehmen, ich mache es ein bisschen schneller. Wir werden, wenn es okay ist, dann mache ich es vielleicht wieder... So viel Spaß, oder halt auch nicht. Obwohl... Ah, ist ein bisschen zu schnell. Ich mach's einfach auf 1,25. So, wir skippen das Intro, let's go. Platz 10 geht an Ren und Stimpy, eine Serie, die ich persönlich feier, aber von vielen anderen als zu ekelerregend und brutal bezeichnet wird. Größtenteils ging der Hass von besorgten Eltern aus, die ihre Kinder dabei erwischten, wie sie sich die Sendung auf Nickelodeon reingezogen haben. So sehr ich die Serie auch liebe, habe ich Verständnis dafür, da es viele Momente gibt, die Kinder entweder leicht verstören oder... bereiten Aktionen animieren könnten. Geschuldet ist dies insbesondere der Hauptfigur Ren, der hin und wieder zu Sadistik-Methoden zurückgreift. Beispielsweise kann man sehen, wie er Tiere Beine und Arme ausreißt, wie er irgendwelche Körperstellen aufschneidet oder wie er seinen Mitbewohner Stimpy massakriert. Und dann tauchen... Junge, der King, also hast du richtig viele Wörter, die du rausmuten musst. Leute, ich kenne die Serie. Geil. Ist es wirklich eine nice Serie. Aber wenn du die guckst, du fühlst dich komisch. Du fühlst dich komisch, wenn du eine Folge gesehen hast. Weil da ist so ein komischer Humor. Der ist nicht ein dummer Humor, aber es ist so, diese Serie, wow. Die lief meistens auf Nick Knight oder so immer im Abendprogramm. Und die ist wirklich ab 16. Aber ich habe die gemocht. Und wisst ihr warum? Weil die Synchronstimme von diesem Chihuahua-Hund, diesem Stimpy oder Ren, SpongeBob Schwammkopfs Stimme ist. Ja. Halt manchmal gestörte Nebencharaktere auf, die solche Dinge tun. What the... Alter! Oh mein Gott.
Alter. Ah. Oh. Und das ist bei weitem nicht der schlimmste Moment der Show. Es gibt Abschnitte in Folgen, die nicht jugendfrei sind, aber für Kinder als das Normalste der Welt kommuniziert wird. Ich meine, einmal hat Ren einfach die Oberweite einer Frau eingeschäumt und ich glaube, ich muss nicht erklären, wieso das für eine Kinderserie unangebracht ist. Ihr seht selbst, bei dieser Serie lief ein... Man muss aber sagen, der Animationsstil und so, das ist mittlerweile ja schon fast keine Kinderserie mehr. Das ist so eher mehr auf Humor von Family Guy. Einiges schief. Und ich könnte euch locker eine dreiseitige Liste mit Gründen und Momenten nennen, wieso es niemals auf Nickelodeon hätte ausgestrahlt werden sollen. Aber die Bilder sprechen für sich. Einige kommen jetzt um die Ecke und sagen, dass Ren und Stimpy gar keine Kinderserie ist, was mittlerweile auch der Wahrheit entspricht. Aber damals, in den 90ern um genau zu sein, galt die Serie laut Nickelodeon als Kinderserie und war auch fester Bestandteil des Sendeplans. Für lange Zeit lag die Altersbeschränkung bei 6 Jahren. Aber durch die angehäuften... Die Szene, Leute. Die Szene. Diese Szene. Oh mein Gott, jeder, also das war ja die Szene, wo er irgendwie den ins nachts ins Bett kommen wollte und mit diesen Händen wollte der mit den anderen da, ja. Werden etlicher Eltern wurde es dann auf 12 und letzten Endes auf 16 Jahren erhöht. Natürlich zu Recht. In Deutschland lief die Show von 2005 bis 2008 im Abendprogramm von Nick, wurde dann aber aus unerklärlichen Gründen wieder entfernt. Fraglich wieso wohl. Ja, aber es war ein Abendprogramm. Nein. Das Lazytown auf... Skippen wir, Leute, das ist nicht die schlechteste Serie. Das gehört nicht in die Top 10 der schlechtesten Serien. Das werden wir mal skippen. Erstmal aufgrund groß wurden oder ganz einfach gesagt, als Kind hat man es gefeiert. Guck mal, alleine wegen diesem Ehrenmann. Ja, das ist der größte Ehrenmann, den es gibt. Der Schauspieler ist leider jetzt letztes Jahr, glaube ich, verstorben, aber er ist halt, we are number one, ja, der ist immer die Nummer eins. Junge, er war der interessanteste Charakter, aber er war auch irgendwie der Anti-Held, dieser Anti-Charakter, der immer Süßigkeiten gegessen hat, faul ist und aus irgendeinem Grund ist er immer der kreativste Charakter, weil er immer super kreative Sachen macht und eigentlich ist er mit Abstand der aktivste Charakter, weil ohne ihn würde Lazytown lazy bleiben. Ja, und er hasst Spartacus. Ich mochte Spartacus irgendwie, ich mochte das, wenn er rumspringt, keine Ahnung, ich bin auch immer rumgesprungen. Hab jetzt nicht den hier gemacht in der Luft im Spielplatz, aber ich bin schon rumgelaufen und so. Also mit Spartacus konnte ich mich ganz gut identifizieren und ja, die Stefanie, die eine, die rot, die mit den pinken Haaren. Wow, okay, das ist der Dude, ja. Aber der war schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, ja. Aber Leute, Lazytown gehört nicht für mich zu den schlechtesten Serien. Du wurdest zwar in der Schule ein bisschen fertig gemacht, wenn du zugegeben hast, dass du Lazytown geguckt hast, aber es gab einige, die haben gesagt, ich finde das cool. Und ich habe diese Leute voll respektiert, weil es gab unseren Freundeskreis, die gesagt haben, Bro, wenn du die und die Serie guckst, dann bist du nicht mehr mein Freund. So, und das ist schon hart, ne? Das ist schon wirklich hart, ne? Also, da war Toleranz ganz weit unten, im Freundeskreis, ganz weit unten. Und Lazytown, ja, heutzutage, ich würde sagen, die Storys waren auch gar nicht schlecht. Na gut, wir skippen mal zu Part 8. Für mich gehört es auf jeden Fall nicht in die Liste. Geschwungen wird, deshalb Platz 9. Bei dem 8. Platz gibt es dann wieder mehr Zustimmung. Naja, es ist halt Angela die Augen aus Anaconda. Ich habe schon ein fast 18-minütiges Video dazu gebracht, wieso diese Kinderserie hätte boykottiert werden sollen und wieso der Erfinder einen Schlag in die Fresse verdient hätte. Es war als Kind... einen Will Smith bekommen hätte. Oder schon wie? Seltsam und daran hat sich leider nichts geändert. Die Animationen sind unterirdisch und traumatisierend. Klar, es ist cool und mit ihrer Stop-Motion-Animation war es mal was Neues. Aber wieso wurde dieser Stil gerade für eine Kinderserie ausgewählt? Ich meine, jeder mit gesundem Menschenverstand wird sich wohl denken können, dass ausgeschnittene Papp- oder Zeitungsfiguren einfach abartig hässlich aussehen und Kinder nicht schlafen lässt. Sie sehen aber nicht nur hässlich aus, sie bewegen sich dazu noch wie der Antichrist. Ich meine, schaut es euch an! Diese abgehackten Bewegungen sind so unangenehm fürs Auge, dass man nach höchstens 5 Minuten abschalten muss. Der Großteil des Hasses geht definitiv vom Zeichenstil bzw. von den Animationen aus. Aber abgesehen von diesen optischen... Aber ich muss sagen, es sieht super weird aus, aber wenn man das jetzt bedenkt, wie das in den 90ern oder nee, in den 2000ern war, dann war das halt so eine Art Gang und Gäbe, so eine Animation. Also gut, South Park war da auf Nummer 1.
Aber man hat, also es ist wirklich so, auch auf den ersten Blick fand ich SpongeBob komisch, weil der Schwamm, ich kam nicht drauf klar, dass es ein Schwamm war. Auch auf den ersten Blick war SpongeBob für mich sehr weird, als ich davon das zuerst mal gehört habe. Und da habe ich geguckt, habe es gemacht. Und bei Angel Anaconda war das aber ebenfalls so. Das lief auch so um die 19 Uhr oder so. Hat man sich auch jeden Tag reingezogen. Und ich fand die Geschichten, ja, war nicht schlecht, ne? Zwischen Gesichtsgrätschen gibt es noch einen weiteren fundamentalen Faktor, der die Serie so unausstehlich wirken lässt, nämlich die Charaktereigenschaften der Figuren. Um genau zu sein, spreche ich von der Persönlichkeit der Protagonistin Angela. Die ist einfach gestört, tut mir leid. Ihre Freizeit verbringt sie damit, Pläne zu schmieden, wie sie am besten Nanette Manoir, also ihre Erzfeindin, auf grauenvolle Weise töten oder foltern kann. Und das in einer Serie, die keine Altersbeschränkung hat. Den Hass für diese Serie kann man nicht in Worte fassen. Schon als das Intro startete und man Angelas ätzende und herablassende Stimme hörte, war man kurz vorm Ausrasten. Angela Anaconda ist in dieser Liste auch nur so weit oben, weil es einige aus rätselhafter Weise witzig fanden. Ansonsten hätte es locker Ich fand's okay. Eine Platzierung in den Top 5 verdient. Ich kann mich an die Serie nicht mehr ganz erinnern, aber ich weiß, dass das eine Serie war, zusammen mit diesem He-Man oder wie der hieß, Man-Man oder sowas, da habe ich abgeschaltet. Da habe ich wirklich abgeschaltet. Jetzt fragen sich sicher einige, aus welcher Hölle ich diesen Dreck rausgezogen habe. Keine Ahnung, während meiner Recherche stieß ich zufällig auf diese Serie und erinnerte mich... Oh mein Gott, die hat auch Videospiele. ...dass es früher auf Super RTL lief, was bedeutet, dass die Serie so schlecht war, dass ich sie einfach für eine Zeit lang aus meinem Gedächtnis gelöscht habe. Und es war ein Fehler, sie wieder abgerufen zu haben. Die Bad Ugly Martians, oder wie die Serie in Deutschland genannt wird, potthässlich und vom Mars. Ja, die heißen wirklich so? Ich glaube, der Titel sagt schon viel über die Serie aus, nämlich dass... Ach, das war kein Joke. Die Serie heißt wirklich übersetzt so? ...dass es sich um Baba hässliche Kreaturen handelt. Das Intro ist miserabel, die Charaktere sind ekelhaft, das Design ist unerträglich, der Humor ist furchtbar, die Animationen sind unterdurchschnittlich und aus irgendeinem Grund kämpfen sie immer in der Wüste. Ja, ist halt wie bei Tatooine, ne? Tatooine wirst du auch nicht los, ne? Episode 4, Episode 7, sorry, das war Jakku. Episode 7, Mandalorian Season 1, Mandalorian Season 2 und Book of Boba Fett. Wir haben jetzt in so vielen Dingen Tatooine immer gehabt. Und was sind das bitte für unrealistische Proportionen? Ich verstehe ja auch nicht, was die Mission der Charaktere ist. In einem Moment machen sie komische Witze über ihren Hintern und in der nächsten Szene werden sie richtig ernst und sagen sowas ähnliches wie Schluss mit den Albereien. Vor 2 Sekunden wollten wir noch den Planeten erobern, aber jetzt müssen wir die Erde doch retten. Na, dann wollen wir uns mal von unserer besten Seite zeigen, was? Hat er gerade Potthässlich-Modus gesagt? Junge, wenn eine Serie sich potthässlich... Ausgesandt, um den Planeten... Naja, wenigstens sind sie ehrlich. ...Erde zu erobern, besteht jetzt unser Auftrag darin, die Erde zu retten. Yeah! Mut, um für die Freiheit zu kämpfen. Like, what the fuck? Gerade eben wolltet ihr noch euren Po in dieses Gesicht hier drücken. Wie dem auch sei, kenne keinen, der die Serie feiert. Persönlich muss ich aber sagen... Ich glaube, das sind so Leute, die am Ende Raudis geworden sind. Das sind so Leute, die gesagt haben, ey, ich bin so ganz weird drauf. Ich brauche den Kick, ich brauche Action, männliche Sachen. Ja, nicht Lazy Town, männliche Sachen. Und ich bin ein krasser Typ. Ja, Mann, Aliens, geil. ...dass es hin und wieder doch ziemlich witzig war. Aber ich glaube, es war einfach so schlecht, dass es wiederum witzig war. Wisst ihr, wo der Weihnachtsmann wohnt? I don't know. Am Nordpol, ganz genau. Kommen wir zu dem Mädchen, das schon mit 7 Jahren an Demenz litt. Dürft... Ja, wirklich. Leute, wir haben so viele Charaktere, die in Krankheiten gelitten haben. Ja, Caillou. Ja. Dora. Die hat einfach ein Demenzsyndrom.
dürfte, glaube ich, keinen wundern, dass diese Show hier mit dabei ist. Die Hauptfigur ist schrecklich. Ihr Begleiter ist schrecklich. Ihr Cousin, der keine eigene Show verdient hätte, ist auch schrecklich. Ich will mich eigentlich gar nicht zu lange mit der Ollen rumschlagen. Weshalb ich eine kleine Liste vorgefertigt habe, wieso diese Mitmach-Lernzeichentrick-Serie so schlecht ist. Erstens, sie geht mit schlechtem Beispiel voran, da sie einfach von zu Hause abhaut, ohne ihren Eltern Bescheid zu geben. Dabei wird sie von einem sprechenden Affen mit roten Yeezys begleitet, einem sprechenden Rucksack, in dem sogar ganze Fahrzeuge reinpassen, und einer sprechenden Karte, die dauernd ihren eigenen Namen ruft. Zweitens, sie peilt immer fragwürdige Ziele an. Als ich jünger war, spielte ich höchstens hinterm Haus oder auf dem nächstgelegenen Spielplatz. Sie reist hingegen in die Wüste nach Kanada, zur Grenze von Mexiko, Disneyland, Bikini Bottom und so weiter. Like damn, kannst du dich teleportieren? Ja, ist echt so, ne? Die ist immer ein kurzes Satz. Die lebt wahrscheinlich am interessantesten magischen Ort der Welt. Sie macht so, als wäre sie dumm. Map gibt ihr praktisch Anweisungen über GPS, trotzdem macht sie so, als wäre sie blind und fragt, seht ihr das große rote Huhn? Ja, direkt hinter dir! Vor allem kommt immer eine große lila Maus angefahren, um den Shit anzuklicken, mein Gott! Viertens, sie versucht uns Englisch beizubringen, aber es hilft einfach null. Man hat sich bis heute vielleicht 5 Worte gemerkt und das nur, weil die ganzen scheiß Gegenstände ihren scheiß Namen rufen. Fünftens, Swiper ist ein fucking Weichei, den man durch 3 Wörter aufhalten kann und ein Wort ist sein eigener Name. Sechstens, am Ende jeder Folge fragt sie, was einem am besten gefallen hat und egal was man ihr antwortet, sie stimmt zu. Egal, genug davon. Platz 6. Stimmt. Und, wie hat euch das Abenteuer gefallen? Ich so, Dora, wenn du jetzt ein Wort sagst, ich sag dir, ich werde den Fernseher verbrennen. Ich auch. So. Dora. Jesus, ich habe Angst. Barney, a.k.a. Barney der Vater, a.k.a. R. Kelly, a.k.a. Barney Jackson, a.k.a. Barney Biden, a.k.a. Ich lasse es. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich... Warte, was? Barney ist einer der schlechten... Nein. 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 Hinaus will. Von den meisten Kindern wurde diese Serie geliebt. Ich meine... Ja, von mir. Ich habe die gemocht. Also, ich fand Teletubbies sehr schlimm, aber Barney war okay. Vor allem, da gab es auch ein paar Promis. Ich glaube, Selena Gomez war da mal drin. Ja, wortwörtlich. Also, als sie ganz klein war. Ein großer, lila, LSD-konsumierender Dino, der mit dir Lieder singt, das klingt doch toll. Naja, für Eltern eher weniger. Denn ja, in diesem Falle sind es mal wieder die älteren Mitmenschen, die was auszusetzen haben. Es ist nämlich so, Barney ist gar kein echter Dino. Ach was, wirklich? Ja, ich weiß, ich habe jetzt einige Kindheiten zerstört. Es ist leider nur ein Kostüm und darin befindet sich ein erwachsener Mann. Oh, ich glaube, ich weiß, wonach das hinausläuft, aber... Das ist eine Kinderserie. Heißt es jetzt, du darfst auch als Mickey Mouse im Disneyland keine Kinder umarmen? Nee, ich weiß nicht. Ich finde den Punkt jetzt nicht so valide, muss ich sagen. Also ich finde, Barney gehört nicht in diese Top 10. Ich fand sie okay. Es gab viel Schlimmeres. Kommen wir zu Platz 4. Teletubbies. Einer der gruseligsten... Oh, was passiert da? Was passiert da? Leute, was... Habt ihr das gerade gesehen? Kommen wir zu Platz 4. Teletubbies. Einer der gruseligsten... Hier, was passiert da? Was passiert da mit Dipsy? Macht der einen Eindippen? Und er dipst in Dipsy rein. Ein paar Kinder haben locker ein Trauma davon getragen. Junge, vor allem, was hat Dipsy für eine Antenne? Das ist... Und Lala, Junge. Ja, es ist traurig, dass ich alle die Namen kenne von Tinky, Winky, Dipsy, Lala und Po, Alter. Warum heißt der Po, Junge? Große Po hat der. Ungelogen, was waren das für Kreaturen? Ich habe mal gegoogelt, was diese Teletubbies darstellen sollen. Und sie werden, jetzt haltet euch fest, als gigantische Hasen dargestellt. What? Wo ist das ein Hase? Ein außerirdischer Hase vielleicht. Ich raste aus. Das sind doch keine Hasen. Vielleicht eine Mischung aus Alien, Roboter, Rottweiler und keine Ahnung. Wo ist der Rottweiler? Einfach einen Fernseher im Bauch. Und was ist das auf dem Kopf? Was ist das? Dann haben sie noch Fell oder so und ihr Gesicht besteht aus Plastik. Ey, ich kann das gar nicht richtig zuordnen. Es ist einfach krank. Also irgendwie eine Kombination aus 10 verschiedenen Kreaturen und Kunststoffen. Und wisst ihr, was ich an der Serie am schlimmsten fand? Das Baby. Also diese Sonne. Ich hab das gehasst. Immer als die Sonne rauskam, es ist Teletubby-Zeit. Es ist Teletubby-Zeit. Junge, das war wirklich... Oh Mann, die Sonne hat mich aufgeregt. Und shit, die Sonne hatte einfach das Gesicht... Genau. Genau.
Babys und der Staubsauger konnte von selbst fahren. Okay, das war eigentlich ganz cool. Aber sonst war das gesamte Konzept idiotisch und unheimlich. Naja, das mit dem Hasenbau auf dem Hügel versteht man jetzt als Erwachsener. Aber wie soll man als Kind darauf kommen? Ach, ich verstehe immer noch nicht. Ist die Serie auf dem 4. Platz, weil sie mega creepy ist. Viele Eltern haben die Teletubbies als manipulative Figuren weg mit dem Kind. Als Kind habe ich die Teletubbies... Weg! Ich mag die Sonne nicht, bis heute. Habe ich es bis zu einem bestimmten Alter über alles geliebt. Ich habe mir jede Folge reingezogen, weil sie in meinen Augen was Magisches an sich hatten. Und als meine Eltern dann entschieden, dass ich genug von den 4 hässlichen Hasen gesehen habe und den Fernseher ausschalten wollten, bin ich immer direkt ausgerastet. Und solche Reaktionen gab es vermehrt. Aber Leute, mal Real Talk. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe mich selbst dabei erwischt, als meine Schwester Teletubbies lief. Und ich bin hingegangen und wollte die Folge gucken. Es gab mal Folgen, die fand ich interessant. Also es war immer so, Teletubbies war so eine Serie, ja, so ein bisschen wie Blue's Clues. Und auch bei Blue's Clues kommt es vor, dass es immer Passagen gibt, wo jetzt nicht die Teletubbies vorkommen oder diese Hund, sondern Dokumentationsabschnitte von echten Menschen, die in der Kita oder so sind und etwas malen oder so. Und dann, das wird dann halt bei den Teletubbies im Bauch gezeigt. Das waren die Passagen, die mich am wenigsten interessiert haben. Mich haben wirklich nur diese magische Welt interessiert. Mich juckte das damals nicht, wer was malt im Kindergarten, weil ich selbst im Kindergarten meine Sache mache. Kinder sind ausgeflippt, haben ihre Eltern beleidigt, Sachen zerstört, geflennt und nur, weil sie die Teletubbies nicht schauen durften. Das würde ich feiern. Ein anderer Grund war, dass sich viele Eltern darüber aufregten, wie sehr sich die Sprache ihrer Kinder verschlechterten. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie mal gesehen habt, aber die Hauptfiguren schreien dauernd nur ihren eigenen Namen oder irgendwelche Wortfetzen vor sich her. Darunter litt halt der Wortschatz einiger Kinder. Die Beschwerden gegen diese Show häuften sich immer mehr. Nach gewisser Zeit gab es hunderte von Gründen, wie... Ich hab sie immer gehasst, weil... Damals, Leute, wirklich, bis zu einem gewissen Alter habe ich alles, was nicht animiert war, gehasst. Und die allererste Serie, die ich angefangen habe zu gucken, welche mit Menschen zu tun gehabt hat, war entweder Zoe 101 oder Zack und Cody, Hotel Zack und Cody. Eins von den beiden war es. Wahrscheinlich beides gleichzeitig. Zoe 101 bis heute legendäre Serie. Wirklich, diese Serie, man guckt sie sich auch heute an, sie ist so nice. Eine der besten Serien, die es je gab. Also wirklich. Wieso die Teletubbies die Entwicklung von Kleinkindern zerstörten. Ein krasses Beispiel, keine Ahnung, ob ich es sagen soll. Egal, ich mach's einfach. Es kursierte mal das Gerücht umher, dass ein Kleinkind sich den Bauch aufschlitzte, um nachzusehen, ob in ihm genauso wie bei den Teletubbies ein kleiner Bildschirm steckt. Ein kleiner Bildschirm. Dazu existierten jedoch keine ernsthaften Quellen. Ob es jetzt wahr ist oder nicht, spielt keine Rolle. Die Teletubbies sind verdammt creepy und haben den 4. Platz mehr als verdient. Oh mein Gott. Oh nein, nicht das. Oh nein, nicht der Löwe und der Bär. Nein, das war gruselig. Nein. Peppa, diese Drecksau einer Butz. Was soll ich dazu sagen? Ne, jetzt ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ich hatte bisher nichts mit der Serie am Hut, konnte aber durch reichliche Suche herausfinden, dass die Show aufs Übelste gehatet und schlecht geredet wird. Okay, Leute, ich werde diesen Platz jetzt skippen. Platz 3 sind wir jetzt. Ich muss sagen, das Spiel ist schlecht. Boah, 60 Euro oder 40 Euro. Für 2 Stunden Spielzeit. Selbst die Leute haben sich beschwert darüber, wie kurz dieses Spiel war. Und es gab auch ein DLC. Aber ja, es hat sich wie die Serie gespielt, so, ne? Aber es gab nicht viele Möglichkeiten. Ich bin ehrlich, ich finde die Serie okay. Ich finde Peppa ist ein bisschen nervig, so ein bisschen wie Caillou. Und der Schorsch, der weint immer. Aber ja, der trägt nichts zur Serie bei. Er ist einfach dabei. Er trägt nichts bei, weil er nichts reden kann. Er ist einfach dabei. Aber ich finde die Abenteuer, die sie da erleben, ja, ich finde ich ganz okay. Muss ich sagen. Meine Cousine hat es sehr gefeiert. Meine Cousine hat das mega gefeiert, sage ich euch. So, okay, dann skippen wir mal weiter, Leute, zum nächsten Punkt. Bin mal gespannt. Oh nein, ich glaube, mir wird schlecht. Und an dieser Stelle muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich diesen Schandfleck einer Kinderserie noch nicht kritisiert habe. Dieser Cartoon ist unglaublich. Es schafft alles, was man in einer Kinderserie falsch machen kann, in 11-minütige Folgen zu verpacken. Ständige Arschwitze? Check. Sinnfreie Handlung? Check. Twerken? Check. Ein Zeichen, dass Nickelodeon sich überhaupt nicht um Kinder schert? Doppelcheck. An sich kann ich gar nicht so viel über die Serie sagen, weil ich nach gefühlt 3... Ja, es ist wirklich schlecht. Ich hab's mir angeguckt. Ich dachte mir, ey komm, gib's eine Chance, vielleicht ist der Humor ja gar gut. Katastrophe. Und jetzt sage ich euch auch, was auf Platz 1 sein wird.
Fanboy und Cham Cham. Das ist mit Abstand. Die wollte auf Jimmy Neutron machen. Diese Serie wollte auf Jimmy Neutron machen. Aber es ist so schlimm. Wow. Folgen fast durchgedreht bin und mir sogar lieber Angela Anaconda reingezogen hätte. Ich weiß nur noch, dass die beiden Hauptfiguren Sway Sway und... den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen. Und irgendwie liefern sie Brot aus, aber geben einen Scheiß auf guten Kundenservice. Weshalb sie fast die Hälfte ihrer Kunden mit ihrem seltsamen Brotmobil zur Strecke bringen. Aber als Zuschauer hinterfragt man das gar nicht. Das bringt eine gute Google-Bewertung, nicht wahr? Weil es irgendwie noch das Normalste an der ganzen Serie ist. Ansonsten wird man vom abartigsten Fäkalhumor belästigt. Und wie gesagt, 90% der Unterhaltungen drehen sich um Arschwitze, was das Niveau der Serie repräsentiert. Es ist halt nicht einmal für Kleinkinder unterhalten, die sonst sogar über Furzgeräusche lachen würden. Zusammenhangloser Inhalt, gepaart mit zwei Idioten, die Kindern beibringen, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen. Da bevorzuge ich sogar die Latina und den Ökotypen, weil die zumindest versucht haben, eine Message zu übermitteln oder lehrreich zu wirken. Die Betonung liegt natürlich auf versucht. Und es muss schon viel heißen, wenn ich diese beiden Serien dem billig produzierten Haufen vorziehe. Ja, okay, Leute, jetzt kommt Platz 1. Das muss Fanboy und Cham Cham sein. Oder gibt's noch eine schlechtere Serie? Boah, ich bin am Überlegen. Gibt es noch eine schlechtere Serie? Nee. What's happening? Was passiert? Eigentlich habe ich mit diesem Kapitel schon... Oh, nee. Oh, das habe ich auch vergessen. Stimmt, da war ja Caillou. Hä? Aber wo... Habe ich irgendwas verpasst? Wo ist Fanboy und Cham Cham? Das war doch hier im Pre-Intro. Da! Sie sind... Hier, da war es doch. Hier im Pre-Intro. Er hat sie eingeblendet. Warum ist das nicht in der Liste? Okay. Du verdammtes Schwein. Ich hoffe, du bist zufrieden. Natürlich bekommst du in dieser Liste den ersten Platz. Müssen wir wirklich näher drauf eingehen? Ich hasse es. Ihr hasst es. Eure Eltern hassen es. Der Erfinder selbst wird es wahrscheinlich hassen. Ich dachte, nach all den Jahren, in denen dieses Scheusal auf Super RTL Amok gelaufen ist, wären die Programmchefs zur Vernunft gekommen. Aber was müssen meine Augen da sehen? Ey, Leute, Caillou ist nicht auf Platz 1. Ich finde, die neuen Folgen haben sich wieder ein bisschen gebessert. Die haben was am Animationsstil gemacht. Da waren Folgen, die waren richtig schlimm. Aber dann habe ich mir neue Folgen angeguckt, die auf Super RTL laufen. Und die haben wieder den alten Animationsstil, aber in 16:9. Also, die haben irgendwie es besser gemacht wieder. Sie quälen weiterhin Kinder. Hat mein Video wirklich nichts bezweckt? Was soll ich überhaupt noch dazu sagen? Diese Ausgeburt der Hölle hat einen schrecklichen Einfluss auf Kinder. Er ist weinerlich, arrogant und immer grausam zu seiner Schwester. Ich meine, was macht er da, chill, du Hund? Eigentlich soll die Serie Kinder moralisch weiterentwickeln, aber hier wird keiner belehrt. Hier wird höchstens schlechtes Benehmen und temperamentvolles Verhalten gefördert. Insbesondere durch die Eltern, die nie eingreifen, sondern... Ja, die Eltern greifen wirklich bei nichts ein. Tut mir leid, aber das sind die schlechtesten Eltern. ...mal auf ihren LSD-Trip klarkommen müssen und anschließend so tun, als hätte Caillou was Rechtschaffendes getan. Rechtschaffend my ass. Wollt ihr mich verarschen? Und ey, okay, eigentlich brauche ich nicht weiter zu reden. Ihr kennt mein Video zu Caillou schon. Und wenn nicht, schaut es euch an. Da nenne ich genügend Gründe, wieso Caillou die schlechteste Kinderserie aller Zeiten ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid solidarisch und stimmt mir einfach zu. Ja, du bist dämlich. Halt einfach dein verdammtes Maul. Katastrophal, was wir ausgesetzt waren, oder? Ja, also, naja, die Ren and Stimpy Show war jetzt nicht schlecht. Die gehört nicht auf die Liste, meiner Meinung nach. Genauso wie Lazy Town. Genauso wie Lazy Town. Also da finde ich, es gab ein paar Serien, die ein bisschen, also Fanboy und Cham Cham auf jeden Fall. Planet Max, sehr, auch der gleiche Humor, ganz schlecht. Wollte ein Jimmy Neutron Spin-Off sein. Planet Max, nicht gut, wirklich. Den dümmsten Charakter als Hauptcharakter in der Serie zu machen, ist keine gute Idee. Ja, gab es da noch so ein paar Serien? Ich weiß es jetzt nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare eine andere Serie, die schlecht war, die nicht hier in der Liste ist. Thomas der Lokomotive zum Beispiel. Irgendwas. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns. Haut rein. IDs raus. Und ciao.